von 5 auf 25.000 Euro. In dem Video werde ich euch heute meine Top 5 Learnings aus meiner Zeit, die ich bis jetzt gelernt habe, einfach mal mitgeben. Freunde, falls euch wundert, das im Hintergrund ist natürlich nicht meine neue Wohnung oder sowas. Ich habe das Video auf Mallorca aufgenommen, als ich von dort gearbeitet habe. Deswegen auch ohne großes Licht und ein bisschen Freestyle. Aber ich denke einfach mal, das Bild kann man trotzdem lassen. So, Freunde, bevor das Video reinstartet, mir wäre ganz wichtig einmal zu sagen, dass Umsatzmaximierung, also einfach nur mehr Geld verdienen, natürlich nicht das Ziel von allem ist. Und auch nicht mein Hauptziel, einfach nur mehr Umsatz zu schieben. Ich will euch einfach nur meine Learnings mitgeben, wenn das unter anderem ein Ziel für euer Business ist, wie ihr von meiner Erfahrung profitieren könnt. Ja, kein Ding. Tommy, lauf einfach durchs Bild durch. Und es ist ja einfach auch faktisch so, dass man oftmals mit mehr Budget geilere Projekte umsetzen kann. Man hat mehr Freiheiten, man kann sich mehr ausleben, man kann größere Sachen anstoßen. Deswegen prinzipiell, wenn ihr daran interessiert seid, hier meine 5 Learnings. Tipp Nummer 1 ist die Responsiveness. Das habe ich nochmal ganz krass gelernt, als ich in Dublin war. Mit Tim Rath zusammen, einem Freund von mir, waren wir im LinkedIn Headquarter. Da habe ich ein Interview gefilmt und da hat Tim auch gefragt, hey, was wäre denn für euch das Nummer 1 Kriterium, wie ihr externe Agenturen auswählen würdet? Und dann kam relativ schnell das Thema Responsiveness. Also wie schnell antwortet man bei einer Anfrage auf ein Angebot? Ich würde, glaube ich, direkt im Pitch-Prozess schauen, wie responsive sind die Agenturen. Melden Sie sich relativ schnell, sind Sie kundenorientiert, ne? Verstehen Sie mein Problem, das wäre so wirklich der erste Schritt, also wirklich das Thema Responsiveness. Das war auch eine Sache, die ich am Anfang, glaube ich, sehr verschleppt habe. Dann habe ich mal 1 bis 2, 3 Tage einfach gewartet, wenn eine Anfrage reinkam oder eine E-Mail oder auf Instagram, ist einfach nicht so schnell gesehen oder dann auch nicht direkt geantwortet. Und dabei verliert ihr einfach erstens einfach schon Zeit und zweitens zeigt es eben auch in einer gewissen Weise, wie wichtig nehmt ihr den Auftrag, wie wichtig ist euch die ganze Sache und wie viel Momentum könnt ihr auch in diesen Sales-Prozess mit rein. Also in meinem Fall zum Beispiel, statt 2 bis 4 Tage zu warten, bis man auf eine Anfrage eingeht, direkt gucken, okay, was ist das Ziel vom Kunden, wie können wir denen am besten helfen und direkt am besten so schnell wie möglich darauf eingehen. Um 13 Uhr kommt eine Anfrage rein, einfach um 14 Uhr schon den Hörer in die Hand nehmen, wenn ihr es seht, fragen, hey, ihr habt uns über die Website geschrieben, es kam von euch eine Anfrage rein, freut uns mega, wir würden euch gerne bei dem Projekt unterstützen und dann hört dem Kunden gut zu, fragt die Sachen ab. Was ist euer Timeframe? Habt ihr eine bestimmte Deadline? Habt ihr schon eine Budgetspanne im Kopf? Was ist euer Ziel mit dem Video? Was wollt ihr erreichen? Wollt ihr ein Produkt verkaufen? Wollt ihr ein Event anpriesen? Wollt ihr andere Sachen erreichen? Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist Netzwerk aufbauen und dieses Thema Netzwerken nicht zu unterschätzen. Ein ganz großer Teil, worüber ich meine Anfragen bekomme oder viele Jobs auch reinkommen, ist einfach das Netzwerk, was man sich über die Jahre aufbaut. Und wie ich es ganz am Anfang gemacht habe, also auch noch bevor ich für Felix angefangen habe, ist, also ich habe mich mit Fotografen und Filmemachern connected in größeren Städten, man ist zusammen shooten gegangen, dann haben sie gesagt, hey, kannst du mir zum Beispiel bei einem Placement helfen, das zu fotografieren, dann ist man mit der Marke in den Kontakt gekommen und so angefangen, ein Netzwerk erstmal über Leute in eurer Branche immer weiter aufzubauen. Wenn ihr Events fotografiert oder auch an Events teilnehmt oder auch einfach mal eingeladen werdet, da am Start zu sein, wenn es Sinn macht, Freunde, versucht nicht nur Spaß zu haben, sondern einfach auch mal zu gucken, okay, wer ist bei dem Event, wen könnte ich so kennenlernen und das einfach immer weiter über die Jahre machen. Das ist ein Prozess, der nicht nur ein paar Wochen dauert oder ein paar Monate, das kann man, wie gesagt, wirklich über einen sehr langen Zeitraum immer weiter machen und es wird auch viele Jahre dauern, bis man so ein Netzwerk gut aufgebaut hat und so ein Netzwerk dann auch zu pflegen. Ist super, super wichtig. Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 3 und damit auch zum Sponsor des heutigen Videos und zwar Safdesk. Ich benutze persönlich mit Sydow Media auch Safdesk und bin extrem zufrieden mit dem Produkt. Also ich habe es jetzt monatelang benutzt. Bei Safdesk geht es nicht nur um Angebote, Rechnungen, sondern auch um viel mehr. Und das bringt einfach eine riesige Struktur in euer Business und in euer Game rein. Bei Safdesk könnt ihr eine Vorlage zum Beispiel erstellen für Rechnungen und Angebote. Die Vorlage super einfach individualisieren, über Safdesk schon ein Angebot verschicken, dann auch in Safdesk schon sagen, hey, das Angebot wurde angenommen oder abgelehnt. In Safdesk mit einem Klick sagen, hey, wir haben den Auftrag jetzt gemacht. Jetzt würde ich daraus gerne eine Rechnung machen. Ein Klick und dann verschickt sogar Safdesk schon die Rechnung mit eurem vorformulierten Text an den Kunden. Es ist ziemlich geil, weil es sehr schnell geht. Es ist sehr, sehr professionell. Und Safdesk gibt euch auch eine Übersicht, okay, in dem und dem Monat, welche Rechnungen haben wir schon ausgeschickt, welche sind noch fällig, mit welchen Kunden haben wir wie viel Umsatz gemacht. Ihr könnt in Safdesk auch eure Ausgaben, also eure Belege, mit einschieben, sodass ihr auch seht, okay, in dem Monat haben wir so und so viel Gewinn gemacht oder vielleicht sogar Verlust. Wofür haben wir am meisten Geld ausgegeben? Für Freelancer, für Kameraequipment, was wir geliehen haben, für Reisekosten, für Software, die wir gebraucht haben, für unsere Videos. Und das alles für wirklich sehr, sehr faire Preise. Ich möchte es euch also sehr ans Herz legen. Ich habe es euch direkt unten in die Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich, meine Freunde, kriegt ihr auch Rabatte mit dem Rabattcode PDRIZZY.
Den könnt ihr einfach mal eingeben, dann kriegt ihr geile Rabatte bei Safdesk. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wir bei Sydow Media nutzen es die ganze Zeit und gerade für eine Filmgröße von 1 bis 10 Leuten kann man mit dem Tool wirklich, glaube ich, nichts falsch machen. Bei Tipp Nummer 4 werde ich jetzt mal ein paar Leute hier auf Mallorca in dem Haus fragen, was sie noch aus ihrer Perspektive so für Tipps geben können. Mein Tipp, um auf mehr Umsatz zu kommen oder vor allem auch spezifisch von 5.000 auf jetzt zum Beispiel 25.000 Euro Umsatz zu gehen, wäre definitiv Personal Branding, weil umso besser du positioniert bist, umso mehr kannst du natürlich auch pro Auftrag nehmen. Erstens kriegst du sowieso mehr Anfragen oder hast mehr Nachfrage und zweitens bist du in einer viel, viel besseren Position zu verhandeln oder höhere Preise zu nehmen, schon viel höher einzusteigen bei deinen Preisen, wenn du einfach eine gewisse Reichweite hast oder zumindest nicht mal viel Reichweite, aber eine gute Präsenz hast. Willst du dein Business jetzt einmal kurz schon einmal durchgeben für Content Creator? Für Content Creator? Ja, so von 2 bis 5k im Monat auf so einen fünfstelligen Umsatz. Was wäre dein Nummer 1 Tipp, wenn das das Ziel ist? Ich glaube, der erste Tipp ist, du solltest dir überlegen, was hilft deinem Kunden wirklich? Und nicht, dass du jetzt Videos machst, die nur du geil findest oder die andere Filmemacher mega geil finden, sondern überleg dir, wie kannst du dem Kunden den meisten Mehrwert bieten. Mit einem geilen Video, vielleicht kannst du aus dem Videomaterial, was du vor Ort gefilmt hast, wenn du jetzt hier von so einer Villa irgendwie ein Video machst, ne, kommt meistens irgendwie 1 Minute raus. Aber du hast trotzdem noch mega viel geiles Drone-Footage, du hast irgendwie unter Wasser vom Pool und noch irgendwie andere Sachen. Vielleicht kannst du da einen kleinen Upsell reinmachen. Zum Beispiel mache ich nochmal 10 Reels für Instagram. Ich mache euch nochmal einen Teaser für nächstes Jahr, wenn ihr Discount reingebt für die Off-Season. Ich mache euch nochmal einen Teaser für Weihnachten, keine Ahnung, solche Geschichten. Also so ein erstens überlegen, was bringt dem Kunden wirklich was? Und das zweite ist, wie kann ich das machen mit Content und mit Footage, was ich vielleicht sogar schon habe? Geiler Tipp, Digi. Vielen Dank. Geil. Check. Mein Tipp ist Mindset. Ist eigentlich das A und O, ist das Wichtigste. Ich glaube, dazu gehört, wirklich daran zu arbeiten und eigene Denkmuster zu erkennen. Ich habe eine Coach und meine Coach sagt immer, du sollst den Elefanten hinterherrennen und nicht den Mäusen. Das heißt, die großen Dinger machen und darauf schauen, dass man nicht immer den kleinen Scheiß hinterherrennt. Ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Tipps, den man da mitgeben kann. Ein Sales-Tipp oder ein Sales-Learning, was ich selber gemacht habe die letzten Monate, ist, dass man niemals einen Sales-Termin mit einem potenziellen Kunden, jetzt wenn jemand ein Video haben will oder einen Fotoauftrag, verlasst nie den ersten Termin mit einem Folgetermin. Weil was passiert sonst ist, ihr habt einen Termin, ich habe jetzt einen Termin mit Paul, ich will oder Paul will mich beauftragen. Und dann ist der Normalfall, es verläuft sich, ja, wir sprechen in 2 Wochen nochmal, ich melde mich per E-Mail, dann ist es erstens mega nervig, weil ich eine E-Mail schreiben muss, ich muss mich da melden, ich muss es irgendwie auf dem Schirm haben und ich habe eine Unsicherheit. Wenn ich aber sage, hey Paul, danke für das mega coole Gespräch heute, lass uns in 14 Tagen nochmal sprechen, passt hier der 18.07. um 19 Uhr, um 19 Uhr ein bisschen spät, um 16 Uhr, dann haben wir ein Appointment, dann haben wir ein Next Touchpoint und wissen beide ganz genau, dass das der nächste Punkt ist, wo wir sprechen und haben so einfach Sicherheit, es ist einfacher und man kommt viel, viel schneller zu einer Entscheidung. Tipp Nummer 5 ist Auftreten / eure Personal Brand. Dazu gehört zum Beispiel eine coole Website zu haben, eine E-Mail-Adresse, dass eure Angebote und Rechnungen und zum Beispiel auch Präsentationen alle in einem Schwung sind. Investiert in eure Personal Brand und in eure Positionierung, in eure Social Media Accounts, in den Content, den ihr machen könnt, der für eure Kunden potenziell relevant ist, um diese zu gewinnen. Für mich natürlich auch ein Riesenpunkt, warum ich Aufträge bekomme, ist meine Personal Brand, weil man bei mir schon super viel auch online sehen kann von der Arbeit und viele Leute mich dadurch mitkriegen und dann mich auf dem Schirm haben durch verschiedene Touchpoints, wenn sie ein YouTube-Video sehen, eine Instagram-Story und dann, wenn sie den Need haben, hey, ich bin jetzt gerade, arbeite hier und da beim Marketing und jetzt bräuchten wir ein Video, haben sie euch auf dem Schirm, um euch dann auch anzufragen. Freunde, lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Subscribe gerne rein, checkt Safdesk ab unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace.